Ja, moin. Ich habe mal wieder ein Jugendbuch entdeckt. Doggerland, die versunkene Welt von Daniel Blackman. Doggerland ist ja jener Kontinent bzw. jenes Land, was Skandinavien, England, Europa verbunden hatte und vor ca. 8000 Jahren versunken ist. Also unser Atlantis hier in der Nordsee. Ein Zeitreiseabenteuer für junge Leser ab 11 Jahren, für Jungs und Mädchen genauso toll geeignet. Ich habe es ziemlich ratzifatzi gelesen, weil es sind sehr kurze Kapitel, die jeweils aus der Sicht des jeweiligen Protagonisten geschrieben sind. Es beginnt gleich im Doggerland, in der Steinzeit, wo Alif als Häuptlingssohn sich behaupten muss und auch seine Männlichkeit zeigen soll. In der Gegenwart 2020 lernen wir das Zwillingsgeschwisterpaar kennen. Das heißt, Lex und Leia, die unterschiedlicher nicht sein können am Anfang, sie sich auch sehr für die Umwelt einsetzt, auch dort Stände betreibt, beziehungsweise auch die Menschen aufmerksam machen möchte auf die Umweltkatastrophen etc. Auch das hinnimmt, dass sie teilweise von ihren Klassenkameraden beziehungsweise von gleichaltrigen Kindern geärgert wird und er komplett in einer Computerwelt abtaucht, er gerne Ego-Shooter spiele, ich treibt auch gerne sich als Jäger dort in den seinen Spielen gibt und auch schon jenes Doggerland wahrscheinlich beziehungsweise auch jene Steinzeit bereist durch diese virtuellen Welten, weil die Eltern sind auch Wissenschaftler. Und gleich am Anfang des Buches geht es dort um einen Fund, den man wahrscheinlich im Doggerland gemacht hat. Und so reist jene Familie nach England. Und dort machen die Zwillinge einen Spaziergang im Wattenmeer und finden merkwürdige Steine. Hier kommt so eine kleine Outlander-Geschichte hinein. Denn plötzlich sind sie in der Zeit zurückgereist. Das heißt, in jenem Doggerland treffen auf Alif. Und so beginnt das großartige Abenteuer. Und die beiden Kinder wissen natürlich auch, dass das Doggerland irgendwann versunken ist durch ein Tsunami, was auch immer dort passiert ist. Und sie wissen natürlich nicht, wann das passiert. Also ein unglaublich spannender, rasanter Jugendabenteuerroman. Wie gesagt, für Jungs und Mädchen gleichermaßen geeignet. Man taucht komplett ein, man hat pures Kopfkino. Und für die Erwachsenen, die jetzt hellhörig geworden sind bezüglich der Doggerland-Geschichte, hatte ich ja neulich bei mir auf Leseschatz auch schon besprochen, Doggerland von Filol im Nautilus Verlag. Das heißt, dies ist ein komplettes Buch für Erwachsene, wo man auch nochmal komplett eintauchen kann in jedes Land, beziehungsweise aus wissenschaftlicher Weise und gleichzeitig noch einen Entwicklungsroman nachzulesen, bitte bei mir auf leseschatz.com. Jetzt der Jugendtipp von mir, Doggerland, ein Buch, was sich auch auf jenem Kontinent abspielt, für junge Leser. Ich wünsche erlesene Stunden, bleiben Sie bitte belesen und haben Sie viel Spaß beim Lesen. Bis bald, Hauke Hader von der Buchhandlung Almut Schmidt, bzw. von Leseschatz. Tschüss!